Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Maybe you'll try to hide it, pull down the curtain where the light comes in. Baby, we walked this road so many times before, but you always stop at my door. Yeah, maybe we'll fight about it, but I won't be down. I can tell the ending.
Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute mal nicht der Football Manager 2016. Ihr habt es in dem Video gestern mitbekommen. Ich habe gelinde gesagt einfach die Schnauze voll aktuell vom Football Manager 2016. Die Spieltiefe ist absolut überragend, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass der mich verarschen will und ich habe das Aufnehmen auch eine Woche vor mir hergeschoben, was eigentlich bei mir auch ein Zeichen ist, dass es ja aktuell ein bisschen mau aussieht und dann lasse ich so ein Projekt lieber sein und suche mir Alternativen und die einzige Alternative, die mir dazu noch momentan eingefallen ist, ist halt der Fußballmanager 13. So. Dann habe ich lange überlegt, was kann ich denn noch machen? Bundesliga, da Deutschland allgemein, da haben wir alles schon gesehen. England, bin ich momentan mit Liverpool. Dort in der zweiten, dritten Liga gab es auch schon ein paar Mal. Dann sind mir so Ligen, Frankreich, Italien, Spanien, die ganzen großen Ligen ist auch irgendwo langweilig und nicht so meins. Und irgendwann kam ich dann so, dachte ich so, Schweizer Liga hatte ich ja früher mal ein Let's Play gesehen mit Grasshopper Zürich, habe daraufhin selber mal mit Grasshopper Zürich lange gespielt, zudem auch mit dem FC Zürich mal lange eine Karriere gehabt, aber noch nie mit dem FC Sion. Wenn alles geklappt hat und ich das nicht vergessen habe, gab es hier auch vor meinem Intro, bevor ihr das gesehen habt, ein kleines Intro. Da habe ich das Wort eigentlich schon gebraucht, mit einer kleinen Geschichte zum FC Sion. Ich hoffe, ich spreche da auch richtig aus. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt noch, bevor wir hier starten, ein bisschen was zu dem Verein sagen. Wenn euch das gefällt, dass ich mal ein paar Hintergrundinfos raussuche und die euch mitteile, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit einem Daumen nach oben mir helft und zeigt, dass ihr das mögt. Und ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Ihr könnt es ja auch überprüfen. Hier steht ja schon vieles hier unten. Deswegen hoffe ich, dass ich da keine Fehlinformationen habe. Ich beziehe mich auf einen Wikipedia-Artikel, aber es sieht alles soweit ganz gut aus. Auf jeden Fall erstmal erzähle ich was zu der Geschichte und dann zeige ich euch noch was zu dem Verein, das in-game relevant ist. Also, der FC Sion ist gegründet worden 1909 von Kapitän Robert Gilliard und hat 1914 das erste Mal an einer richtigen Meisterschaft teilgenommen, natürlich noch in einer niedrigeren Liga, aber dort zum ersten Mal auch in einer Meisterschaft aufgetaucht. 1960, wir machen einen großen Sprung. Ich habe mir auch nur die interessanten Fakten rausgezogen. Dazu ist zwischendrin, zwischen 1914 und 1960 ist natürlich auch vieles von Belangen passiert, aber noch nicht so das, was uns interessiert. Krass, hier St. Gallen, minus 300 Tore und dann trotzdem vor uns. Auf jeden Fall, 1960, das erste Mal Aufstieg in die erste Liga. Damals hieß das Ganze noch Nationalliga A, was jetzt die erste Schweizer Liga ist, also die Raiffeisen Super League. So. Und 1965, sehen wir hier unten auch ganz gut, 1965 der erste Pokalsieg, der erste Titel des Vereins überhaupt. Allgemein eine sehr, 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 sehr solide Pokalmannschaft, wie man hier sieht. Dann 11.8.1968, schauen, ob wir da hier auch eine Info bekommen, am 11.8., nee, sehen wir hier nicht, sehen wir leider nicht, okay, also am 11.8.1968 ist das Stadion Stade de Toulon ist hier gebaut worden, eingeweiht worden am 11.8.1968. 1992, sehen wir auch hier richtig, gab es die erste Meisterschaft in der ersten Liga in der Schweiz. Von 1995 bis 97 gab es 3 Pokalsiege, sehen wir hier auch ganz gut, 95, 96, 97. Zudem 97 das Double, da hat man auch die Meisterschaft gewonnen. 2003 gab es dann einen Zwangsabstieg in die zweite Liga. Finanzielle Gründe hatte das. Und 2006 ist man dann wieder aufgestiegen. Auch gleichzeitig Pokalsieger geworden. 2008, eine witzige Info, es gab eine sehr turbulente Phase beim FC Sion, deswegen mag ich
diesen Verein nicht unbedingt, aber ich finde das interessant. Interessant ist das richtige Wort. Ui, kurz gehen, weil ich jetzt hier ungelogen 7 Stunden probiert habe, den Fußballmanager wieder zum Laufen zu bringen. Der hat manchmal das Problem, dass wenn ich eine neue Karriere starten will, meinen alten Trainer auswähle, der dann abgestürzt ist. Und das habe ich jetzt 7 Stunden probiert, ohne zu lügen, 7 Stunden probiert, das wieder hinzukriegen. Datenbank neu installiert, Fußballmanager, dies und das gemacht. Und ja, jetzt läuft es auf jeden Fall. 2008 ist Uli Stielike Trainer geworden vom FC Sion, allerdings nur bis zum November 2008, dann ist er direkt wieder entlassen worden. Wie gesagt, damals gab es turbulente Saisons, der Präsident und Geldgeber vom FC Sion ist nicht so der sicherste, sattelfeste, was das angeht, und der verlangt auch von uns, dass wir dieses Jahr Meister werden. Kann man ja mal machen, wenn man FC Basel und Zürich in der Liga hat, ne? Alles klar. Wobei Zürich ist ja jetzt in echt abgestiegen, fand ich auch voll krass. Aber naja, auf jeden Fall hier Basel, Young Boys Bern, Servette, Grasshoppers Zürich, da sind so viele gute Mannschaften und der will von uns, dass wir Meister werden, das finde ich schon krass. Weiter im Text, nach Stielike gab es dann im Juni 2009 eine Transfersperre von der FIFA für 3 Jahre, weil man gegen mehrere Auflagen verstoßen hat. Da hat der Präsident gesagt und Geldgeber, nö, das will ich nicht, könnt mich mal am Arsch lecken, und hat trotzdem noch Transfers getätigt. Irgendwann ging das so weit, dass die FIFA gesagt hat, also der Präsident hat gesagt, ey, ich spiele hier schließlich in der Schweizer Liga und deswegen ist der Schweizer Verband für mich zuständig, und der Schweizer Verband wollte die einfach nicht bestrafen, und irgendwann hat dann halt die FIFA gesagt, gut, wenn ihr nicht mit der Strafe den Verein nicht bestrafen wollt, dann setzen wir euch die Pistole auf der Brust, und hat tatsächlich gesagt, wenn FC Sion von der Schweizer, vom Schweizer Verband nicht belangt wird, dann gibt's keine Schweiz mehr in der FIFA. Und das hätte auch für den FC Basel, die damals wieder mal in der Champions League waren, das Aus in der Champions League bedeutet, und deswegen kam es am 30. Dezember 2012 zu einer 36-Punkte-Strafe für den FC Sion, die somit Tabellenletzter geworden sind mit einer Minuspunktzahl. Zugute kommt dann aber, dass der FC Sion damals, ich weiß gar nicht, haben wir sie hier auch noch dabei, FC Aarau, Vaduz, ich glaube, die sind hier in der zweiten Liga und werden nicht simuliert, schade. Oh Gott. Mittlerweile echt müde geworden, gibt's gar nicht. Auf jeden Fall waren die dann Tabellenletzter, wären faktisch abgestiegen, aber zu der Zeit, genau in dem Jahr, gab es Neustadt-Jamax in der Liga. Und die haben überhaupt keine Lizenz bekommen, sind deswegen Zwangsabsteiger geworden, und der FC Sion durfte in die Relegation. In der Schweiz gibt es nur einen Abstiegsplatz und einen Relegationsplatz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, dann haben sie die Relegation gewonnen quasi und durften in der Liga verbleiben. Und jetzt sind wir quasi hier. Bekannte Spieler, die der FC Sion hervorgebracht hat oder die mal bei Sion waren, nicht unbedingt hervorgebracht. Der ein oder andere Ältere unter euch wird vielleicht Krichting kennen, den können wir vielleicht gerade nochmal suchen. Den gibt es garantiert noch hier in der Karriere. Krichting, Innenverteidiger, etwas bekannt, genau. Stefan Krichting, Grasshoppers Zürich, der war mal beim FC Sion. Sehen wir hier auch 114 Spiele, danach ist er ablösefrei zu einem Verein gegangen, den wir gerade nicht simulieren. Der ist beim FC Sion gekommen, den zweiten, den würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass es den hier in-game gibt. Und zwar, kennen aber Leute, oh doch, den gibt es sogar noch, tatsächlich, wenn es der ist, den ich denke. Yep, ist er sogar. Und hier sehen wir auch seinen Werdegang, Wilfried Sanu, also die Älteren kennen ihn garantiert, bei Freiburg damals gewesen, dann zum ersten FC Köln gewechselt. Einfach Kultkicker damals gewesen bei Freiburg, war auch in der erfolgreichen Freiburger Zeit unter Winfried Schäfer, wo die ganzen Ischwilis da waren, und da war er auch am Start und hat dort für Freiburg echt solide gespielt, fast 100 Ligaspiele für Freiburg gemacht, beim FC lief dann nicht ganz so gut. Und ja, den dritten, den kennt man auf jeden Fall, der war dort mal in der Neuzeit und war Spielertrainer.
Bin mal gespannt, ob es ihn hier noch gibt. Nein, oder habe ich ihn falsch geschrieben? Wird der mit Doppel-S geschrieben? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Doppel-S finden wir auch nichts. Ne, Gattuso gibt es hier einfach nicht, aber jeder von Ihnen kennt ihn. Gennaro Gattuso, der Spielertrainer, wie gesagt, war mal kurz Spielertrainer des FC Sion. Und ja, jetzt können wir noch weiteres erklären. Und zwar musste ich ja jetzt hier mir einen neuen Manager erstellen, deswegen Level 1. Wir sehen es, FC Sion, Pal Dardai als Bild und hier fuckt ihr als Name nicht mehr Marcel Hanke, weil wie gesagt, mein alter Manager, mein altes Managerprofil hat den Fußballmanager immer zum Absturz gebracht und mich zur Verzweiflung. Wenn ihr das feiert, dass ich euch ein paar Hintergrundinfos gegeben habe und vielleicht ein Intro-Video hier dran gehangen habe, wenn ich daran gedacht habe, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt zum anderen. Der FC Sion sehen wir hier. Nationales Prestige 15, internationales Prestige 8. Finanzstatus ist okay, ist in der Hand eines privaten Investors. Wie gesagt, der Präsident, hier haben wir den Namen sogar, Christian Konstantin, müsst ihr mal googeln und euch die Geschichte vom FC Sion durchlesen. Liest sich teilweise echt wie ein Abenteuer. Und ich habe mir halt vorgenommen, ich dachte mir so, hey, das wäre so ein geiler Verein, wo ich nochmal was zu tun habe, weißt du? Die haben in den letzten Jahren so viel erlebt, auf und ab und viele Pokalsiege, aber trotzdem viel Unruhe, viele neue Trainer und dies und das und jenes. Und ja, und jetzt will ich halt sehen, dass ich den Verein auf ruhige Fahrwässer kriege, hier in den Kader ein bisschen Struktur reinkriegen, denn sind wir mal ganz ehrlich, aktuell ist hier nur Kanute für mich interessant und Asifua. Asifua gehört fest uns, aber bei Kanute ist Konate ist das Problem, er ist geliehen von einem Verein, den es aktuell nicht gibt und deswegen weiß ich nicht, ob wir den dann behalten wollen. Ansonsten, wie gesagt, talentmäßig sieht es hier mau aus. Zweite Mannschaft, ja, viele Spieler, die wir noch nicht verkaufen können. Ich habe schon probiert, ein paar Spieler zu verkaufen, allerdings wollte da nur einer oder zwei, glaube ich, wollten da rangehen. Zudem habe ich Jenners, Shimao und Lugano ablösefrei mal angefragt, passen vom Talent her definitiv, sind zwar auch schon ein bisschen älter, aber sollen uns erstmal helfen, den ersten Schritt hier zu machen. Und zudem habe ich mir ein paar Spieler schon mal rausgesucht, die in unser System passen würden, wo ich dann denke, die uns auch wirklich durch das Let's Play hin begleiten könnten, wie zum Beispiel Grigori Wüthrich, Schweizer Innenverteidiger, sehr talentiert, sehr stark schon jetzt. Arlind Ayedi vom FC Basel, sicherlich auch in die Kategorie von Wüthrich zu stecken. Zudem Philipp Koch, kennt sicherlich der ein oder andere, immer ein gern gehandeltes Talent auf der Rechtsverteidigerposition für kleinere Vereine. Und Flanagan von FC Liverpool, habe ich mir gedacht, vielleicht kann man den mal ausleihen. Wie gesagt, wenn ich Koch kriege, braucht man Flanagan nicht mehr und umgedreht. Zudem habe ich mir mal Mitchell Weiser aufgeschrieben, klar 3 Millionen, aktuell noch harter Preis, aber vielleicht können wir da irgendwie was machen. Ansonsten Oliver Buff natürlich, auch ein junges Schweizer Talent, das so in die Kategorie will ich. Ich denke, ihr wisst, wo ich dann ungefähr hin will. Und Kabasele, auch ein Riesentalent als Außenbahnstürmer, richtig schnell unterwegs, könnte so einer sein, wo ich mir denke, yo, das passt. Auch nicht zu teuer dürfte er werden. Schauen wir mal, wen wir kriegen und wen wir nicht kriegen. Das sind so meine Planungen und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Part ging mit Einführung und so weiter. Ich habe hier schon die ganzen Trainingsziele und alles gesetzt. Die Jugendmannschaft kann ich euch auch gerade mal zeigen. Ist jetzt kein überragendes Talent dabei. Von daher würde ich noch nicht sagen, dass ihr jetzt schon mal in die Kommentare schreiben könnt, welchen Jugendspieler ihr übernehmen wollt. Denn es gibt aktuell keinen, wo ich sage, der ist gut. Den würde ich an eurer Stelle übernehmen. Ja, ansonsten Mitarbeiter habe ich schon angefragt. Die sollten dann demnächst kommen und ich würde sagen, ja, hier ist alles eingestellt. Wie gesagt, ich habe alles schon mal gemacht, damit wir jetzt hier problemlos loslegen können. Auch die Spielergespräche. Ich würde sagen, einen Tag gehen wir noch weiter, damit wir die Begrüßung der Mannschaft haben. Gucken vielleicht, was bei den Transfers passiert. Und dann, ja, machen wir dann im nächsten Part weiter. Wigger. Achso, hier geht das noch nicht. Müssen wir leider so nehmen. Machen wir hier 8 und dafür hier 9. Ne? So. Nächstes Jahr spielen wir international. Nee.
Hier sage ich denen mal nichts, weil Saisonziel, wir sollten Meister werden, aber ob wir das hinkriegen, wir werden schon mal nicht absteigen. Okay, ich sag mal mit dem Internationalverein treu bleiben und ja, tolle Stimmung, ansonsten lassen wir das mal so, wollen wir denen nicht zu viel sagen. So. Passiert da jetzt irgendwas wegen Transfers? Sollte ich die einen schon anfragen? Was meint ihr? Ich sollte die schon anfragen, ne? Weil die Saison ja früh anfängt. Dann machen wir das gerade noch. Da nehme ich euch noch mit. Wenn das irgendwann mal hier stoppt. FPS arbeiten noch. Also ist er noch irgendwas am Machen? Okay. Appell an die Fans. 10%. Wichtiger Vertreter fand es sehr persönlich. Ihr Status beim Sponsor ist gestiegen. Den braucht man nicht. Der erfüllt nicht das Talent, das wir wollen. Ja, ansonsten nichts Neues hier. Wie gesagt, komplett neuer Skin. Pal Dardai ist sicherlich auch mal was Schönes, damit man das auch klar unterscheiden kann von meinem anderen Let's Play. Und wie gesagt, das hier ersetzt den Football Manager 2016. Erscheint also immer samstags und sonntags um 14 Uhr, glaube ich, war der Spot. Ja, schauen wir mal, wohin wir uns da kriegen. Hier können wir direkt mal anpassen. So, sagen wir mal 60, 61 ist hier so das Dingen. Wie gesagt, hier sind viele Spieler realistisch vom Spiel gekennzeichnet, aber ich finde es halt nicht ganz so realistisch. Ich würde eher da noch hier in die Bahnen denken. Und der Wüthrich wird auch nicht so teuer. Für 1 Million finde ich den ganz ordentlich. Ayeti wird etwas teurer leider. So um 1,5 rum. Philipp Koch. Ja, wird auch ungefähr 1 Million kosten. Meistens wird er 1,2. Vorher kriegt man den nicht. Flanagan kriegt man den auch zum Kauf. Wäre aber deutlich zu teuer, deswegen streichen wir Flanagan erstmal. Probieren wir das mit den Schweizern und mit Mitchell Weiser. ...3,5 bei Mitch. Wird dann unser Königstransfer. Eigentlich schon ein bisschen zu teuer, ne? Buff und Kabasele sind die Transfers, die ich rausgesucht habe. Wenn ihr noch Vorschläge habt, dann haut sie jetzt bitte in die Kommentare. Kann dann natürlich noch eingehen. Eventuell. Vielleicht. So. Das haben wir. Und ich würde sagen, dann in der nächsten Folge starten wir so richtig durch in die Saisonvorbereitung, die hier, wie gesagt, nicht allzu lang ist. Ich kann den Kalender nochmal einblenden. Wir sind gerade hier. Wie gesagt, das sollte relativ schnell gehen. Ich denke, das mache ich in einem Part. Und dann sind wir hier direkt schon am ersten Spieltag. Gucken wir mal, ob wir den live machen oder nicht. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, das hier im nächsten Part kriegen wir hin. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben geben, Freunde. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Ansonsten ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr Transfervorschläge habt. Ansonsten schreibt ruhig, wie ihr meine Idee findet, wie ihr die Einführung fandet. Mal ein paar mehr Hintergrundinfos. Interessiert euch das oder lieber nicht? Oder haut ab, macht was du willst. Einfach mal schreiben. Und ja, ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen. Und schaut auch mal auf meinem Games-Kanal vorbei. Hier, Fakt Games. Link dazu in der Videobeschreibung. Genauso wie mein Link zu Facebook, Twitter und meiner Homepage. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.